Ja, liebe Sportlerinnen und liebe Sportler, ich darf alle recht herzlich heute natürlich zur Sportlehre des Magdeburg-Wiesn recht herzlich begrüßen. Neben den jungen Sportlerinnen sind aber Eltern auch dabei. Wir begrüßen natürlich die Trainer, Übungsleiter und die Eltern, die uns immer wieder begleiten oder euch begleiten auf euren Wettkämpfen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich natürlich unseren Sportchef im Landkreis Kronach des BDSV, den Mario Schmidt, begrüßen darf. Er ist ja in zweier Funktion da, einmal als BDSV-Kreisvorsitzender und später kommen wir noch drauf, er ist ja auch ein Sportler, der für den SV Steinwiesen national, international im Einsatz ist. Herzlich willkommen, lieber Mario. Ich freue mich, dass aus dem kommunalen Gremium einige heute da sind. Ich grüße mal den Drittbürgermeister, den Thomas Reisig, den Richard Rau als den Ehrenvorsitzenden des SV, aber heute auch als Marktgemeinderat. Ich grüße den Jürgen Eckert, Fraktionschef der CSU, den Markus Merkel aus Nurren, den Josef Schubert aus Nurren, den Frank Haug aus Steinwiesen, den wir nicht kennen. Sonst habe ich, glaube ich, keinen vergessen. Auch Sie bezeugen mit Ihrer Anwesenheit, dass wir die Sportbewegung in Steinwiesen schätzen und unterstützen. Seid uns alle recht herzlich willkommen. Wie alle Jahre freue ich mich natürlich, dass wir Sportlerinnen und Sportler des Marktes Steinwiesen heute ehren dürfen. Es gehört mittlerweile zur Tradition, dass wir einmal im Jahr alle einladen, die sportliche Erfolge gehabt haben und wir entsprechend dann auch sie ehren. Und diese Erfolge sind auf Kreisebene, auf Bezirksebene, Landes- und Bundesebene und darüber hinaus der Mario manchmal auch international. Lieber Mario, freue mich, dass du heute da bist. Auch das ist wichtig, dass der Sport auf Kreis- und Landesebene entsprechend vertreten wird, auch durch die sogenannten Funktionäre. Wie organisiert den Sport? Es gibt viele, viele tausend Menschen im Landkreis Kronach, die den Verein den Sport treiben. Und das wollen wir natürlich auch unterstützen. Ihr alle, liebe jungen und alten Sportler, und Botschafter des Marktes Steinwiesen, wenn es darum geht, die Farben der Marktgemeinde, vielleicht kennen Sie die Jungen noch gar nicht, ähnlich wie die italienische Flagge, ja, so ist es, denn die Farben der Marktgemeinde nach außen vertreten, auch das ist ganz wichtig. Und vor allem wir in Steinwiesen können der Bevölkerung ein ganz vielfältiges Angebot unterbreiten. Da ist neben natürlich den Fußball und Turnen, haben wir Radball, Rettungsschwimmen, Tischtennis und Tischfußball dabei. Wir haben noch viele andere Sportarten, die waren wahrscheinlich in der vergangenen Saison nicht ganz so erfolgreich, aber es gibt Tennis, es gibt Schachspielen und vieles, vieles mehr. Sport treiben, liebe Freunde, gehört natürlich auch zum modernen Lebensspiel. Für manche ist das eine Art Lebensphilosophie geworden. Mehr Freizeit, mehr Einkommen ermöglichen auch den Menschen, wie gewisse Sportarten auch auszuüben, die man früher gar nicht ausüben konnte, weil sie mit viel Geld verbunden waren. Die Bedeutung des Sports für die Gesundheit, da möchte ich darauf hinweisen, wir haben erkannt, auch in der Politik, dass das Gesundheitswesen darauf abstellt, dass vor allem Kinder und Jugendliche entsprechend Bewegung bekommen. Das will der Staat, will das auch entsprechend mit unterstützen. Allerdings stellen wir auch fest, dass gerade in den Schulen als erstes, wenn Stunden ausfallen, sind es die Sportstunden. Da sind wir als Sportfunktionäre, als Verantwortliche in Sportvereinen, sehen das natürlich mit einem sehr kritischen Auge, denn Sport und Bewegung gehört auch bei den Kindern dazu. Und sie sitzen ja alle oft genug vor den kleinen Wischkästchen, vor Laptops und Computern. Deswegen muss als Ausgleich auch die Bewegung gefördert werden und es muss auch sein. Und die Prävention im Sport soll auch dazu beitragen, dass eben der Gesundheitszustand und diese Volkskrankheit beseitigt wird. Denn Kinder, wenn wir den Dr. Werner da bereits mit 12 Jahren und Junge bereits an Diabetes leiden, dann zeigt das zum einen, dass der Bewegungsmangel, dass die Bewegung fehlt, zum anderen gehört auch die gesunde Ernährung dazu, damit das alles so funktioniert. Im Sport können wir gegen diesen Trend ankämpfen, denn Körper- und Gesundheitsbewusstsein wird von den Trainern und Trainerinnen, von den Übungsleitern vorgelebt und das muss es sein. Wer Sport lediglich natürlich der Gesundheit wegen betreibt, liebe Sportler, hat vergessen, dass neben dem Sporttreiben natürlich auch das Spiel, die spielerischen Elemente mit verwendet werden. Im Sport werden auch Werte gepflegt. Die Kinder lernen auch mit Kindern umzugehen. Und die Pädagogen sagen, dass gerade das Sporttreiben auch in der außerschulischen Erziehung
Vorteile bringt in der Persönlichkeitsentwicklung, denn die Kinder können davon lernen, im Leben, im Beruf und später auch in der Schule. Liebe Gäste, all die Erfolge der Sportlerinnen und Sportler wären nicht möglich, wenn natürlich viele freiwillige Helfer nicht ihren Beitrag leisten. Ich danke natürlich an dieser Stelle wie immer den Trainern, Übungsleitern, den Eltern, die ihre Kinder beim Sporttreiben unterstützen. Und von Seiten des Staates wollen wir auch dieses ehrenamtliche Engagement mehr fördern. Es gibt eine Übungsleiterpauschale, wo das Ehrenamt auch gepflegt wird, damit man zumindest einen kleinen Steuervorteil hat. Es gibt die Vereinspauschalen, wo ehrenamtlich Tätige den Vereinen einen gewissen Obolus freigestellt bekommen. Und in den meisten Vereinen wird das Geld ja nicht von den Übungsleitern praktisch ausgegeben, es wird zurückgespendet an die Vereine, damit der Verein und die Vereine ihre Aufgaben, ihre Einrichtungen unterhalten können. Liebe Sportler, liebe Sportlerinnen, ohne eure Trainer wäre auch euer sportlicher Erfolg nicht möglich gewesen. Und deshalb sollten wir immer wieder auch danken für die vielen Trainer und Übungsleiter, die ein-, zwei-, dreimal, manchmal sogar öfters in der Woche in der Turnhalle stehen, auf dem Sportplatz stehen und dort ihre Kinder und Jugendlichen betreuen. Das ist für uns ein ganz, ganz wertvoller Beitrag für eine Gesellschaft, wo die Ellenbogen immer größer werden. Das Gemeinschaftsgefühl soll gestärkt werden. Deshalb nochmal ein recht herzlicher Dank an alle, die hier ihren Beitrag in ihren Vereinen und bei ihren Mannschaften leisten. Bin ich fast am Ende. Im Bereich des Sportes unterstützt natürlich auch der Markstein Wiesen seine Vereine. Wir stellen zum einen die Sportstätten, die Turnhallen zur Verfügung. Zum anderen unterstützen wir im bescheidenen Rahmen die Vereine auch bei größeren Investitionen, bei Neubauten von Sportplätzen, von Sportheimen, aber auch in kleinen Dingen. Das heißt, wir unterstützen die Ausbildung von Jugendlichen, wir unterstützen auch hier Trainingslager, Zeltlager. Wenn Jugendgruppen weggehen, bekommen sie einen kleinen Anteil dazu. Und das können wir uns auch leisten und das leisten wir uns auch ganz gerne, weil wir wissen, dass das Geld dort ankommt, weil die Gemeinschaft gepflegt wird. Und wir wollen ja auch im Sinne einer großen Gemeindefamilie hier in Steinwiesen Akzente setzen, dass jeder sich wohlfühlt, dass jeder seinen Lebensbereich auch hier für sich persönlich erfüllen kann. Und beim Sport eigentlich geht es am leichtesten. Sport überwindet Grenzen, gibt es keine Hautfarbe, schwarz, weiß, grün. Man kann mit jedem, auch wenn man die Sprache nicht kann, Sport treiben. Auch das ist jetzt gerade in der Zeit, wo ja auch im politischen Rahmen viel diskutiert wird. Da gehen die Sportvereine mit guten Beispielen voran. Lieber Mario, wir wissen ja, wir machen den Mitternachtssport in Kronach, wo man hier das offen macht, die Hallen werden geöffnet, bis Mitternacht mit dem BDSV zusammen verschiedenen Sportvereinen ein Mitternachtssport auch für für unbegleitete Jugendliche, die zugezogen sind, dort angeboten. Auch das ist ein Beitrag für den sozialen Frieden in unserer Gesellschaft. Zum Schluss möchte ich natürlich nochmals danken euch allen. Ihr seid im Sport, im Wettkampf, vor allem die Fußballer, hart, aber fair, so muss es sein. Die Fairness spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ja, wenn man verliert, kann man vielleicht auch mal ganz großer Sieger sein, weil die jungen Sportler, die Fußballer werden es kennen. Beim Turnen, liebe Karin, ist es genauso. Man ist gut, wenn man verliert, fällt halt vom Schwimmerbalken, kann man halt kein gutes Ergebnis erzielen. Deshalb muss man auch oft genug trainieren. Denn eines ist auch klar, ohne Fleiß ist der sportliche Erfolg nicht zu erreichen. Und wenn da noch ein bisschen Glück dazu kommt, dann können wir auch nächstes Jahr wieder erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler auszeichnen. Mein Glückwunsch also heute nochmals allen, die für ihre Leistungen gewählt werden. Wir wollen natürlich auch darüber berichten, dass die Presse weiß, was passiert. Und ich freue mich, dass Susanne Deuling da ist, die ja hier die Berichterstattung macht, und Mario Beerschmidt, die hier auch das alles festhält. In Steinwiesen wird es ausgestrahlt, Hunderttausende können das sehen, und ihr stellt es ja, glaube ich, auch in Facebook oder in den neuen Medien auch ein, wo man dann sich diese, oder YouTube, weiß nicht, was alles schon macht, dann kann man das alles dann aber runterladen und kann dann die Rede des Bürgermeisters hören, aber vor allem auch dann die Gratulation, die Ehrung der Sportlerinnen und Sportler. Zum Schluss wünsche ich natürlich allen für das nächste Sportjahr den Erfolg, den ihr euch wünscht. Erfolg muss erarbeitet werden und vor allem, dass niemand verletzt wird. Das gilt dann für die älteren Sportler vor allem, ja, dass man nicht verletzt wird und eine verletzungsfreie Saison hat. Und ich freue mich natürlich auch immer wieder, wenn ich das auch im nächsten Jahr noch machen kann.
Die Gemeinde wird es natürlich tun, es sind zwar Kommunalwahlen, aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Es ist so, der Markstand Wiesen wird es egal, wer Bürgermeister ist, diese Sportlehrung auch in der Zukunft durchführen, weil wir als Art Wertschätzung gegenüber allen, die sich einbringen, nicht nur die Sportler, sondern gerade die, die die Vereine organisieren und dort viel, viel Arbeit und Herzblut investiert, unterstützen. In diesem Sinne, herzlichen Dank für euer Kommen. Nach dem Grußwort des BDSV-Kreisvorsitzenden Mario Schmidt werden wir dann die Ehrung vornehmen. Die Mannschaftssportarten bekommen einen Pokal und dann eine Freikarte oder eine Freiaufnahme im Schwimmbad. Das machen eure Trainer aus. Und die Einzelsportler bekommen eine Eintrittskarte noch für Schwimmbad. Dort könnt ihr euch erholen, entspannen, könnt euch massieren lassen, an der Massage düsen, damit ihr wieder fit werdet für euren Sport. In diesem Sinne, nochmals herzlich willkommen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Ich danke nur, aber ich habe es schon halt auch so. Ich wollte mich eigentlich schön eine reinsetzen, aber ja gut, mache ich natürlich gerne. Ich freue mich natürlich, dass ich in zweifacher Funktion heute hier bin, erstmal als BLSV-Kreisvorsitzender und natürlich auch als zu Ehrender. Als BLSV-Kreisvorsitzender bringe ich selbstverständlich auch die Grüße vom Kreis und auch vom Bezirk, weil ich habe mich mit unserer Bezirksvorsitzenden vor kurzem unterhalten und die weiß, dass die Großgemeinde Steinwiesen auch noch alljährlich eine Sportlerehrung durchführt. Und das ist eine Seltenheit. Also im ganzen Bezirk Oberfranken. Das gibt es recht wenig. Ich glaube, 4 oder 5 Kreise, die das überhaupt noch selbstständig machen für ihre eigenen Sportler. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, dass in Steinwiesen auch so aufrechterhalten wird, die Tradition. Und was mir natürlich ebenfalls freut, ist, dass ich gelesen habe, dass in Steinwiesen bei den Turnern wieder Übungsleiter, Assistenten ihre Prüfung gemacht haben, für die Jungs, für die jungen Damen. Nachwuchs ist immer gut. Und vom BDSV-Kreis war es das eigentlich schon soweit. Aber ich muss sagen, und als zu Ehren freue ich mich natürlich jetzt auf die Ehrung, wo ich mich eigentlich jedes Jahr darüber freue. Letztes Jahr konnte ich ja leider nicht, da war ich verhindert. Deswegen umso schöner für mich, dass dieses Jahr wieder bei euch sein kann. Als SV Steinwiesen-Gewächs. Danke. Die Ausbildung und Übungsleiter, Jugendleiter, das ist ganz wichtig auch für die Vereine. Er möchte es immer wieder dazu animieren, dass die Vereine auch hier ihre, wenn sie wollen, ja, Helfer zu diesen Lehrgängen schicken, eine qualifizierte Ausbildung. Ist auch gut, wenn man dann entsprechend auch hier seiner Sportart Mannschaft trainiert, dass man weiß, was man machen muss, dass man weiß, wie die Methodiken sind, im Fußball genauso wie im Turnen oder beim Nachfall. Das ist ganz, ganz wichtig, also die Ausbildung von jungen Menschen, die ist eigentlich eine Aufgabe der Vereine und das soll unterstützt werden. Wir nebenbei auch noch Sportleiter turnen. Deswegen machen wir das ganz intensiv, weil wir wissen, wenn man 150 Kinder in der Turnhalle hat, dann braucht man da 10, 15 Helfer dazu. Sonst kann man das gar nicht bewerkstelligen. Wenn die Gruppen zu groß sind, sind die Kinder unterfordert. Ja. Wenn sie zu klein sind, vielleicht haben sie überfordert. Aber so ist es einfach nicht. Ich darf nun beginnen mit der Sportlerehrung. Und darf den SV Steinwiesen, die Sparte Turnen, den Bayernpokal Gauenscheid, das ist männlich jetzt. Ja, den ersten Platz hat die Mannschaft belegt mit Ben Greiner-Rahr, Toni Burger, Vinzenz Hauch und Nils Deuerling. Jetzt kommt noch einmal vor. Zwei erste Plätze und einen zweiten Platz. Der Ben Greiner-Rahr
hat den ersten Platz erreicht, der kommt jetzt nochmal vor und bekommt eine kleine. Dann, der Ben Mühlmann hat ebenfalls den ersten Platz gemacht. Ben, komm nochmal vor. Und den zweiten Platz hat der Toni Burger belegt. Die kleinen Hände und die großen Hände von Mario und der Schenk alle schon. Dann haben wir zugedrückt. Nun kommen wir zu der SV Steinwiesen Abteilung Leichtathletik. Was sage ich jetzt dem Mario Schmidt? Er steht hier und er wohnt zwar in unserer Lieblingsstadt, aber mit Steinwiesen ganz eng verbunden, startet auch für den SV Steinwiesen. Liebe Mario, jetzt lese ich vor. Erster Platz bei den Bayerischen Meisterschaften im Hammerwurf. Zweiter Platz bei den Bayerischen Meisterschaften im Kugelstoßen. Dritter Platz im Diskus, dritter Platz im Speerwurf. Und das alles bei den Bayerischen Meisterschaften jetzt im Juni in Schweinfurt. Er ist also ein Werfer. Er wird alles, was er in die Hände bekommt, ja, und war international schon dabei in der Seniorengruppe. Lieber Mario, der Richard möchte einen Eindruck haben. Das ist ganz wichtig. Aber Glückwunsch, eine Kleinigkeit haben wir dabei. Ich habe es ausgehalten, aber das ist eine kleine Frage. Sebastian Kotschneider hat sich entschuldigt, er ist ja beim SV Leufern im Behindertensport später an. Tischtennis, ein Pfundskerl, ja, der da ist, hat sich entschuldigt, lieber Bernd, vielleicht kannst du das mitnehmen. Er wurde der Meister in der zweiten Bundesliga Süd, Spieler in Bayreuth, oberfränkischer Mannschaftsmeister im Rollstuhltennis. Also wirklich eine super Leistung, er ist immer wieder dabei. Die Paralympics waren immer sein Ziel. Aber er sagt, er arbeitet noch mal an, vielleicht kannst du ihm das damit geben. Also unser Sebastian Kutschneider aus Neufahr. Wir bleiben in Neufahr. Der Bernd muss auch gleich nochmal vor. Wo sitzt der DJK SV Neufahr? Und zwar die C-Jugend der SG Neufahr mit dem Trainer Bernd Vaterlein. Hat der Fußball-Vizemeister der Kreisliga Coburg, Corona. Lichtenfest oder 18, 19, 3. Deine Jungs können heute leider nicht da sein. Aber gib es jetzt halt weiter. Das ist ein bisschen weiter. Wir kommen nun. Sportart, Radball gehört seit Beginn der Sportlehrung, sind die immer dabei. Sie spielen ja auf Bundesebene in der Landesliga und heute dürfen wir zwei Nachwuchsradballer ehren. Das war der David Holzmann und der Tobias Kuhnlein. Sie wurden bayerischer Vizemeister 2019 in der U19 im Zweierradball. Kommt bitte nach vorne. Weiter geht's mit dem SV Steinwiesen, Sport der Fußball, die E1-Jugend, wurde Vizemeister der Herbstrunde 18, Vizemeister der Frühjahrsrunde, also insgesamt der Meisterschaft 2019. Trainer ist der Stefan Holzmann und ich darf euch wieder mal vorne bitten, Stefan.
mit deinem Druck. Sind sie aber dabei? Also, ja. Da kommst du her. Also, komm doch mal vor. Sponsor machen will. Die Nuna haben es geschafft, in diesem Jahr in ihrer Arena
nicht nur bei einer Arena, auch die nur noch eine Arena im Netzwerkhaus, wo die Spiele stattfinden, wenn man Zeit hat, und dieser Spiel schaut zu. Interessant. Für mich ist nichts, weil ich sehe den Ball nicht so schnell schießen, hier und her. Und hier wird es nur klack und dann ist er im Tor. Aber lieber Andreas, Glückwunsch deiner Mannschaft. Und es gibt bestimmt noch eine Meisterschaftsfeier, ne? Da komme ich auch. Ja, liebe Sportler, wir haben jetzt immer bei der Sportlehrung Persönlichkeiten geehrt, die in ihren Vereinen Hervorragendes leisten. Und zwar heuer gewählt von der IFK SV Leufang. Ich lese das vor. Sie sind leider beide entschuldigt, können nicht da sein. Einmal der Manuel Gebhardt, er ist Leiter der Altherren-Fußballmannschaft, Spielleiter der zweiten Fußballmannschaft und Jugendtrainer der Tischtenniskinder. Also machen überall Sport, Fußball und Tischtennis. Ihm haben wir was Schönes mitgebracht. Lieber Bernd, das bringst du mit. Und das andere ist unser Sebastian Kotschleuder. Der ist als Sportlehrer geehrt worden, aber natürlich, er macht auch viele andere Dinge. Er ist Spartenleiter Tischtennis, er ist Jugendtrainer im Tischtennis und Schriftführer bei der DFK SV Leufang. Ich denke, zwei wichtige Posten, Bernd. Zwei Personen, die bei euch sehr viel im Verein machen. Dank und Anerkennung. Ich weiß nicht, ob Sie bei der Bürgerversammlung da sind. Können wir es gleich nochmal nachholen. Ich gebe es aber trotzdem auch mit. Wenn Sie da sind, können wir es nachholen. Also, stellvertretend an den Vorstand, die Ehrung. Und richte bitte die Grüße der Gemeinde aus. So, liebe Anwesende, liebe junge Sportler, vielen Dank Thomas für die Assistenz, vielen Dank Mario. Die Sportlerehrung 2019 ist offiziell natürlich beendet. Nachdem heute nicht viel da sind, haben wir so kleine Freikanten da, wir haben sie verteilt. Wem es nicht ausreicht, können wir immer wieder noch hier nachschieben. Ja, es soll niemand lustig reingehen. Ich denke, das Team aus Wester möchte mich auch bedanken beim Sportverein Steinwiesen, beim Vorsitzenden, beim Michael Burger, dann auch vor allem noch, aber natürlich auch bei der, ja, beim Team hier, die ausschenken. Vielen Dank, dass ihr den Sport eure Freizeit opfert. Auch das ist wichtig, dass wir Leute haben, die Verein unterstützen. Das sind meistens so diese stillen Stars. Es gibt aber als Ehrung stille Stars. Die wollen wir aufsehen haben, die machen ihre Arbeit und die Christine Beckstein ist so ein Spielerstar für mich, denn sie macht das schon seit vielen, vielen Jahren. Sie ist die gute Seele der Sportheim, sie kümmert sich um den Verkauf. Und auch schon, sagen wir mal, Christine müsste eigentlich auch was übergeben. Das machen wir beim BNSV. Herzlichen Dank und Ihnen allen schöne Gespräche, Beisammensein, ein bisschen einfach mal diskutieren, reden über das Sportjahr und über andere Dinge. Offiziell ist die Sportlehrung beendet. Die Susanne Deuling braucht natürlich jetzt alle Sportler zu einem Pressefoto. Braucht es auch für die Bürgerversammlung und die Fotos dann nächste Woche. Susanne. Und du hast jetzt die Regie. Offiziell ist die Sportlehrung beendet. Vielen Dank für euer Kommen. Bleibt noch wieder da. Der Sportverein freut sich. Der Umsatz wird angenommen. Und das goldene Buch, haben wir da. Das Gästebuch. Thomas, schon sagen wir mal zweiten.